Die globale Pandemie betrifft Migrantinnen und Migranten zum einen so wie uns alle, zum anderen gibt es aber gewisse Aspekte, von denen Migrantinnen und Migranten besonders betroffen sind. Einige Länder wie Australien zum Beispiel haben immer noch dichte Grenzen. Das heißt also, dass Arbeitsmigration in diese Länder nicht möglich ist. Viele Migrantinnen und Migranten haben ihre Arbeit verloren und sind zum Teil gestrandet und konnten nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Wenn wir uns Deutschland ansehen, ein Drittel der Menschen, die seit März ihren Job verloren haben, aufgrund der Pandemie, haben die ausländische Staatsbürgerschaft. Dazu kommt noch, dass Migrantinnen und Migranten oft in Bereichen arbeiten, in denen eben kein Homeoffice möglich ist. Als Erntehelfer, als Pflegekräfte und in anderen Bereichen. Dann gibt es oft Wohnsituationen, die beengt sind, haben wir viele Beispiele gesehen. Das gilt auch für Geflüchtete, wo ein Ansteckungsrisiko in besonderem Maße vorhanden ist. Schließlich hat das Ganze auch eine ökonomische Komponente. Viele Migrantinnen und Migranten überweisen Geld in ihre Heimatländer und die Weltbank hat die Vorhersage gemacht, dass diese Geldmittel aufgrund der Pandemie um 20% sinken werden in diesem Jahr. Das heißt, die Herkunftsländer von Migrantinnen und Migranten sind in besonderem Maße auch davon betroffen. Ich denke, hier sollte man kurz-, mittel- und langfristige Antworten überlegen. Kurz- und mittelfristig heißt die Antwort Regularisierung. Wir haben gelernt, dass irreguläre Migrantinnen und Migranten in besonders gefährdeten Bereichen arbeiten. Nun besteht hier aber eine große Angst, zum Arzt zu gehen, weil potenziell eine Abschiebung drohen könnte. Und deshalb wird gefordert, dass man sogenannte Firewalls errichtet. Das heißt, medizinische Versorgung soll angeboten werden, ohne die Gefahr, dass dann Ausländerbehörden oder ähnliche Einwanderungsbehörden davon verständigt werden. Zweitens haben wir gelernt, das Virus diskriminiert nicht. Politiker, Filmstars, der Nachbar von nebenan, alle können es kriegen. Das heißt, wenn das Virus nicht diskriminiert, sollten wir es auch nicht tun. Das heißt, Gesundheitsangebote sollten sich an alle Bevölkerungsgruppen richten, inklusive irregulärer Migrantinnen und Migranten. Und langfristig heißt die Antwort meiner Ansicht nach aber auch Regularisierung. Es ist ein kontroverses Thema, aber ich denke, viel spricht dafür, Menschen, die in Arbeit sind, einen Arbeitsplatz hier haben, auch wenn er irregulär ist, regulären Status anzubieten, weil das sind Menschen, die Geld verdienen, dann wollen sie Steuern zahlen, sie haben soziale Sicherheit und gesundheitspolitisch ist es natürlich sehr notwendig. Und gerade jetzt in der Krise haben Staaten wie Portugal und Spanien hier vorbildliche Politiken entwickelt. Was es zu beachten gilt, was aber oft nicht bewusst ist, dass Migrantinnen und Migranten nicht nur Gegenstand von Politik sein sollen, sondern diese auch mitgestalten können. Und da lohnt auch ein Blick mal außerhalb die Grenzen von Deutschland. Ich nenne ein Beispiel Hongkong. Es gibt mehrere hunderttausend Hausangestellte aus anderen Ländern. Die haben sich selber unterstützt, die haben Masken organisiert, die haben Desinfektionsmittel organisiert. Das sind natürlich Aufgaben, die eigentlich der Staat oder die Behörden wahrnehmen sollen. Dann gibt es gute Beispiele, wo Migrantenorganisationen mit Behörden zusammengearbeitet haben. In Portugal zum Beispiel gab es ein Regularisierungsprogramm. Da haben diese Vereinigungen geholfen, Unterkünfte zu kriegen. Und dann ist auch nicht allen bewusst, es gibt Migrantinnen und Migrantenrechtsorganisationen, die nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch auf der regionalen und auf der globalen Ebene für Rechte eintreten und dort versuchen, bessere Politiken zu erreichen. Hier gibt es negative, aber auch potenziell positive Aspekte, was die meisten mitbekommen haben. Insbesondere zu Beginn der Pandemie wurden hierzulande und in anderen Ländern asiatisch gelesene Menschen attackiert, beschimpft als Träger des Virus. Das Ganze geht aber auch andersrum. Rückkehrende Migrantinnen und Migranten sind auch nicht unbedingt willkommen in ihren Herkunftsländern, weil auch da der Verdacht oft besteht, sie würden das Virus bringen. Das heißt, eine gewisse Feindseligkeit war zu beobachten, aber im weiteren Verlauf der Krise wurde vielen Menschen auch bewusst, dass Migrantinnen und Migranten oft in systemrelevanten Berufen arbeiten, was nicht nur hochqualifizierte Berufe wie Ärzte und Ähnliches sind, der Pflegesektor, sondern auch Logistik, Verwaltung, Erntearbeit etc. Und dass dann doch eine etwas gestiegene Würdigung dieser Tätigkeiten die Folge war.
Die große Frage ist natürlich immer, wie lange hält diese Wertschätzung an? Wir sehen Beispiele, der Premier von England hat sich bedankt für seine ausländischen Pflegekräfte, die ihm geholfen haben. Hat es die Politik gegenüber Migrantinnen und Migranten geändert? Ist mir nicht bekannt. Und auch die großen Debatten in der Fleischindustrie, beispielsweise hierzulande bessere Verhältnisse herzustellen, jüngste Entwicklungen zeigen, das wird wieder verwässert aufgrund der Arbeit von Lobbygruppen. Da sollte man dranbleiben und hoffen, dass auch diese positive Wertschätzung weiterhin bestehen bleibt.